äußerlich einen Ersatz bieten soll. Oder ein Fehler der Portugiesen, wo man von hinten schön hört, dass die Leute draufgehen sollen, die Portugiesen unter Druck setzen sollen. Die machen auch die Fehler, aber die Hansa konnte das bis hierhin noch nicht ausnutzen. Haben die Portugiesen schön gespielt, haben ihm links auf der Seite Sergio freigespielt. Eine schöne Flanke, aber Abseitsentscheidung. Und somit Freistoß für Hansa. Auch ein schöner Pass und ebenfalls abseits. Nun auf der anderen Seite durch Mohamed Latay. Freistoß für Firenze. So, die erste Viertelstunde hier im Stadion Lambrechtsgrund ist um. Es steht 0:0. FC Hansa Rostock gegen TD Firenze. Ja, da haben wir am Stadion Lambrechtsgrund nicht den Luxus seiner Anzeigetafel mit Spielzeit haben. Die Ankündigung des Stadionsprechers. 15 Minuten sind jetzt inzwischen um für die Zuschauer hier. Spielstand, wie gesehen, 0:0. Und auch da hat sich der FC Hansa Rostock auch wieder den Einwurf auf der rechten Seite verdient durch Vorchecking, durch Pressing, den Gegner unter Druck setzen und ihn somit zu Fehlern zwingen. Oh ja, ein Hackentrick da von den Portugiesen. Es lassen sich die Ibera natürlich nicht nehmen, hier auch ein wenig von dem zu zeigen, was sie können. Und da auch ein etwas härteres Mittel, eine Grätsche, aber fair abgegrätscht. Und so gibt es Freistoß, natürlich Einwurf für Hansa Rostock. Jetzt ein langer Pass und jetzt wird er zwar ein wenig rausgetrieben, aber Michael Biemann läuft ihn schön ab. Das wird auch mit Szenenapplaus honoriert. Klasse Aktion des Abwehrmannes. Thank you.
Auch da Jovanovic geht hinterher, setzt den Gegner unter Druck, der spielt den langen Pass und der landet in der Abwehr von Hansa Rostock und jetzt ein Foul und Freistoß. Da hat jetzt nach dem kleinen Aufschrei des Portugiesen der Schiedsrichter auf Freistoß entschieden. Serginho ist der Mann für die Standards bei den Portugiesen. Und das könnte Torgefahr geben jetzt für das Tor von Jörg Hanel. Oh, und Hanel verschätzt sich da. Ist aber noch dran am Ball, lenkt den Ball am Tor vorbei und es gibt Eckstoß. Das war eine gefährliche Situation. Der Freistoß gut getreten, der Portugiese da mit dem Kopf, aber Handel auch mit den Fäusten, auch wenn er sicher anders aussieht. Dexter Lange kann die Ecke rausköpfen. Und jetzt geht es um den Ballbesitz hier schneller umschalten, um möglicherweise ein Konto einzuleiten. Den hat Vanovic schön geholt. Dexter Lange jetzt mal mit dem Seitenwechsel auf Mohamed Latay. Er kann den Ball nicht richtig mitnehmen. Und so landet er wieder bei den Portugiesen. Latay setzt den Portugiesen unter Druck, dass er fast den Ball ins eigene Tor ausspielt. Der Torwart hat etwas Probleme, den Ball anzunehmen. Und jetzt geht es auf der anderen Seite schon weiter. Da fällt der Portugiese, aber das war natürlich nichts. Schürbar ist schön dazwischen mit dem Kopf und rettet den Ball, sodass Handel ihn aufnehmen kann. Und da gab es einen Tunnel für Chirba durch Diego Luna. Und da gibt es eine kleine Konfrontation. Und das wollen wir natürlich nicht sehen zwischen Jörg Hanel im Tor des FC Hansa Rostock und Roberto. Der Schiedsrichter sieht das gar nicht gerne, findet jetzt klare Worte für beide Spieler. Hanel will schnell weiterspielen lassen, aber der Schiedsrichter findet noch klare Worte für den Portugiesen und belässt es bei der Ermahnung. Latay auf Dexter Langen, wieder auf Latay, der den Ball da vor der Linie weg.